Zwei Jahrzehnte liegt das zurück, nun sind es schon drei. Und doch scheint es mir wie gestern, als wir auf dem Alexanderplatz zogen, mit neuen Losungen die Regierung in den Orkus schickten, einen Neubeginn forderten, eine DDR anderer Prägung und Stefan Heim verkündete, dass endlich ein Fenster aufgestoßen sei für freies Atmen. Und nicht lange später fiel die Mauer. Klopften Mauerspechte bunte Brocken aus dem Beton, tanzten die Leute in den Straßen, strömten sie zu Tausenden aus dem Berliner Osten in den Westen. Kein Neuland für mich, auch für Rebecca nicht. Unbekanntes Terrain aber für Deborah und für Angela, deren Mutter, und auch für Lissy. Ich spürte Erleichterung, dass sie nun alle in die weite Welt durften. Zugleich aber war mir, als hätte ich ein Stück Heimat verloren. Und als ich, lange ließ das nicht auf sich warten, an einer Mauer in Lichtenberg den Galgen prangen sah, gelbweiß, grellweiß auf roten Ziegeln, an dem die Buchstaben Gysi prangten, baumelten, wusste ich, was noch zu verlieren war. Damals fragte ich mich, ob nicht eine Rückkehr nach Australien zu erwägen wäre. Ich überdachte, warum ich in den 50er Jahren dieses Land verlassen hatte. Hat es dort keinen Anker gegeben, kein Zuhause, keine Frau, keinen Verlag, der meine Bücher druckte? All das hat es gegeben. Hier in Berlin, der Stadt mit der zerbröckelten Mauer, verschwanden binnen kurzem alle Verlagshäuser, die meine Bücher gedruckt hatten. Giganten wie Bertelsmann hatten ihnen den Garaus gemacht. Bücher der Ostverlage lagen stapelweise vor den Buchhandlungen auf dem Pflaster, landeten auf dem Müll, in Kohleschächten, auf Halden. Und ein Kleintransporter brachte mir etliche Kisten meiner Taschenbücher ins Haus, die die Post nicht mehr vertrieb und die so die Kioske nicht länger erreichten. Am Kai der Hoffnung, Stimmen im Sturm, und ich überdachte, was mich zu meinem Roman-Erstling motiviert und wann ich ihn zu schreiben begonnen hatte. Sie sind 1924 als Sohn einer jüdischen Verkäuferin im Scheunenviertel geboren, können sich daran aber gar nicht mehr erinnern, weil sie wurden als sehr kleines Kind adoptiert von einer Anwaltsfamilie in Duisburg, die sie auch lange Zeit für ihre richtigen Eltern, also auch leiblichen Eltern, angesehen haben. Sie haben dort eine glückliche Kindheit verlebt, bis dann natürlich die Nazizeit kam, Einbar. einbrach und für ihre Familie natürlich die schlimmsten Ereignisse bevorstand. Ihr Vater wurde in der Kristallnacht verhaftet und mit ihrer Mutter zusammen mussten sie erleben, wie SA in ihr Haus einbrach, alles demolierte und so weiter. Ja, ihre Eltern sind auch deportiert worden, sind in Theresienstadt umgekommen. Es gelang ihnen aber In noch, nee, in Auschwitz. Auschwitz, also zuerst Theresienstadt, Ja. dann Auschwitz. Es ist ihnen aber noch gelungen, sie in einen Kindertransport nach England zu bringen. Und so haben sie also das überlebt, waren aber noch sehr jung, sind dort auf ein Gymnasium gegangen. Und mit 16 Jahren aber traf auch sie dann noch mal ein weiterer harter Schlag. Als feindliche Ausländer wurden sie deportiert nach Australien. Und das ist jetzt schon ein auch sehr wichtiger Punkt in ihrer Biografie. Sie mussten dort auch erst eine Art Zwangsarbeit leisten, dann haben sie sich als Kriegsfreiwilliger gemeldet und haben also praktisch am Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Danach in Australien gejobbt als Straßenfotograf, aber sie haben auch schon geschrieben. Sie kamen in Verbindung mit einer Gewerkschaft,
die auch, glaube ich, eine Unterabteilung für schreibende Arbeiter hatte. War das so? Nein, nicht ganz. Ich kann Ihnen das korrigieren. Ja, bitte. Wie Sie wollen. Zunächst einmal möchte ich ganz am Anfang ein bisschen einflechten. Was das Scheunenviertel anbelangt, es ist wahr, ich kann mich an meine leibliche Mutter nicht erinnern, aber das Atmosphärische von damals ist mir noch sehr, sehr nah. Mhm. Obwohl ich fast drei Jahre alt war, erinnere ich mich an das Haus, an eine Fensterbank, auf der ich gesessen habe, an Füße, die vorbeigingen, an Gerüche, an andere, die im Hof spielten, mit denen ich zusammen im Hof spielte. All das ist vage noch in Erinnerung. Ich habe sogar ein Bild darüber zeichnen können in einem meiner Bücher, wo viel mehr vorkommt, als ich Ihnen jetzt erzählen will. Aber wie gesagt, mit drei fängt meine Erinnerung an. Und die setzt sich fort bis zur Adoption in Duisburg. Ich kam aus einer Welt, die sehr ärmlich war, Scheunenviertel. Diese Ärmlichkeit kann ich noch nachvollziehen und weiß, dass ich oft in einem Keller gewesen bin, in einer Kellerwohnung, wo auf mich Acht gegeben wurde, während meine Mutter arbeitete bei Tietz. Und ich kam in ein sehr feudales, schönes Zuhause nach Duisburg zu einer Anwaltfamilie. Meine Mutter war Künstlerin gewesen, hatte in Düsseldorf Kunst studiert an der Akademie. Mein Vater war Rechtsanwalt und Notar. Und in diesem schönen Zuhause war ich als Sohn akzeptiert worden. Immer ein wenig fremd, wie mir scheint, im Nachhinein. Und gleichzeitig doch sehr Sohn des Hauses. Mir fehlte es an nichts. Es war eine sehr glückliche und behütete Kindheit. Ich glaube nicht, dass ich meine Mutter in irgendeiner Weise vermisste. Die Mutter, die ich bekam, war eine wunderbare Frau, liebevoll und herzlich zu mir. Und Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, die ersten tragischen Einbrüche kamen mit dem Kommen der Nazis. Das stellte sich in meiner Kindheit folgendermaßen dar, dass ich in der Moltke-Straße, die hinter der Prinz-Albrecht-Straße lief und fast zu einem Arbeiterviertel gehörte, während unser Haus in einem sehr wohlhabenden Viertel war. Als die durch diese Straßen marschierten, die SA, konnte ich sie selbst aus der Ferne grölen hören, was mir durch Mark und Bein ging. Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, geht's nochmal so gut. Das war der erste starke Eindruck und Einschnitt, was die Nazizeit anbelangt, in mein kleines Leben. Ich habe das nicht auf mich bezogen, war auch nicht persönlich ängstlich, es hörte sich nur furchtbar an. Und ich lief auch in die Straße damals, ich war nicht furchtsam und sah die SA marschieren, welche Typen das waren. Und mehr noch, ich ging später, gar nicht so viel später, in ein öffentliches Gebäude, wo ein SA-Mann lag, der ermordet worden war oder erschossen worden war. Und es war ein einschneidender Eindruck, dieses mit Kränzen belegte Menschenkind von SA-Mann in einem Sarg liegen zu sehen, die Leute zu hören, was sie alle sagten und wer und was. Mhm. Das findet sich alles in meinem Roman wieder, all diese ersten Eindrücke. In welchem? In Stimmen im Sturm. Ah ja. Jetzt habe ich so viel erzählt, Sie wollten etwas Genaueres woanders her wissen. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, ehe wir jetzt auch zum Schwerpunkt eben Ihr Leben in der DDR und Ihr Arbeiten in der DDR kommen. Da sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch lange nicht, genau. Also wir wollten erst noch mal nachfragen, Ihr Schriftstellerdebüt in Australien. Da waren Sie ja sehr jung und haben aber gleich einen großen Erfolg erzielt.
Auch das muss ich ein bisschen korrigieren. Ich war jung, aber wir haben keinen großen Erfolg erzielt. Wir haben uns selbst erarbeitet. Lassen Sie sich das ein bisschen erklären. Es war eine Buchgemeinschaft von 5 oder 6 begabten Schriftstellern, die inzwischen in der Zeit danach zu einiger Berühmtheit gelangt sind. Ich kann die Namen nennen. Ja, Frank Hardy zum Beispiel mit seinem Enthüllungsroman Macht ohne Ruhm, der ging in vielen Sprachen durch die Welt. Erik Lambert, der über Kriege geschrieben hat, die er selbst erlebte im Dschungel von Neuguinea und in El Alamein im Nahen Osten, hat 2 Bücher geschrieben, die sehr beeindruckend waren. David Martin war einer aus der Gruppe, der ein ungarischer Jude war und sich umbenannt hat in David Martin, und der eigentlich auch bei Ihnen bekannt sein sollte, nicht so sehr wegen seiner Bücher, sondern wegen des Jarama-Liedes, das er geschrieben hat, das bis heute gesungen wird, wenn es um Spanien geht, ja, oder wenn es an die Erinnerung an Spanien geht. Der war Sanitäter in Spanien, im Spanienkrieg, und er hat mich sehr beeindruckt, ob seiner Biografie. Er hat 3 Bücher geschrieben, die in verschiedenen Ländern spielen, eins in Palästina, eins in Indien und eins in Wales. Und die Titel kann ich Ihnen auch nennen. Tiger Bay und die Stones, The Stones of Bombay und The Hunter. The Hunter. Ein Buch, das in Palästina ist, spielt The Hunter und The Shepherd and the Hunter, der Schäfer und der Gejagte, der Jäger. Jedenfalls, er war mir wichtig, weil er eine Affinität zu mir hatte in jenen Jahren, die die anderen auch hatten, aber er hatte eine besondere Affinität. Er konnte sich einfühlen in das Projekt, das ich vorhatte. Hat mich auch ermuntert, dieses Projekt zu verfolgen, nämlich Stimmen im Sturm, und es nicht bei der Geschichte der jüdischen Familie zu belassen, die unter sehr schwierigen Umständen die Nazizeit fast bis zum Ende, wo ich da noch lebte, durchgestanden hat. Mein Vater wurde immer kleiner, in Anführungsstrichen, was seinen Beruf anbelangt. Erst war er Rechtsanwalt und Notar, dann war er nur noch Rechtsanwalt, dann wurde er Rechtskonsulent und dann wurde er Rechtskonsulent nur für Juden. Mhm. Können Sie sich das vorstellen, diese Demontage eines Mannes, der sehr, sehr tüchtig in seinem Beruf war und auch im Krieg ausgezeichnet wurde mit einem EK-2. Und der gedemütigt wurde, als das Kriegerdenkmal in Duisburg im Kaiserberg enthüllt werden sollte, und er dorthin ging als Offizier, ehemaliger Offizier, und sie ihm sagte, sind Sie nicht erwünscht, gehen Sie wieder. Mhm. Und er ging, und das war auch so einschneidend, dass ich bis heute nicht begreife, das war in 1936 oder 35, dass sie nicht die ganze Familie auf und davon sind und Deutschland verließen. Das ist sowieso rätselhaft, diese ganze Geschichte des Bleibens in Deutschland unter solchen Umständen, haben ja viele nicht gemacht, die meisten haben darauf gedrängt, wenn ich heute lese, wann die Schriftsteller gegangen sind, das ist meistens 1933, spätestens 1934. Anna Segers war wenige Tage nach dem Reichstagsbrand ins Ausland gegangen und viele andere auch. Dass mein Vater da ausharrte, ist mir als kämpferische Natur und Oppositioneller gar nicht begreiflich. Gar nicht begreiflich. Es hat natürlich, so viel ich das rekonstruieren kann, damit zu tun, dass er Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Duisburg war und sich verantwortlich fühlte für die Gemeinde. Diese Verantwortung sogar noch weiter ausübte, als er schon in Dachau
für einige Wochen hat leiden müssen, im Konzentrationslager, nach Hause kam mit geschorenem Kopf und auch da, das war 1938, wäre noch ein Weg nach draußen möglich gewesen, so viel ich mich erinnere. Ich bin ja selbst 1939 anstandslos, ist das ein Wort, ohne Schwierigkeiten aus Deutschland weggekommen. Jedenfalls ist mein Vater, der damals sehr verstört war, sehr verschlossen, sehr schweigsam, sehr, ja, ich will nicht sagen, ängstlich, aber ja, was ist das Wort, niedergeschlagen und ruhig und über seine Erfahrungen kein Wort sagte. Er ist geblieben und meine Mutter an seiner Seite. Und sie sind, haben in Duisburg ausgeharrt und es kommt, so viel ich weiß, in den nächsten Monaten ein Buch von an nahezu 400 Seiten von Briefen, die sie mir geschrieben haben, die alle aufgehoben habe. Und ein Professor Heid, Dr. Heid in Duisburg, hat sie gesichtet, gesammelt und aus der Sütterlin-Schrift in eine Schrift übertragen, die man im Computer festhalten kann. Und hat dieses Buch herausgegeben, die Briefe meiner Eltern, wo progressiv erzählt wird, auf ganz schlichte Weise, wie es immer weiter abwärts ging. Aber so erzählt wurde, so wie er mir das nochmal erzählt hat vor kurzem, dass ich mich nicht ängstige. Ich bekam diese Briefe, Sie werden fragen, warum und wie, auch noch in Australien. Die habe ich ja alle aufgehoben. Die kamen ins Internierungslager, manchmal erst nach Wochen, manchmal sogar erst nach Monaten. Die letzte Nachricht, die ich von meinen Eltern erhalten habe, war, wie eine Rotkreuz-Nachricht vom Roten Kreuz weitergeleitet. Lieber Walter, wir reisen heute nach Theresienstadt ab. Hoffen auf ein Wiedersehen. Dein Vati, deine Mutter. Dieses Wiedersehen hat es nicht gegeben, wie Sie ja erzählt haben. Ich habe immer darauf gehofft, weil man uns in Australien erzählte, Theresienstadt ist nicht so furchtbar. Furchtbar genug, aber nicht so furchtbar. Ich hatte gehofft, dass nach dem Krieg sie irgendwie sich melden werden und in Australien hätten wir schon für sie sorgen können. Das wäre mir bestimmt gelungen, wenn die Notwendigkeit gewesen wäre. Absolute Stille, nichts geschah nach dem Krieg, keine Benachrichtigung. Es war sehr, sehr viel später, dass durch ein Anwaltskollegium in Duisburg, die eine Liste hatten von Schicksalen jüdischer Anwälte im Ruhrgebiet, dass er auf dieser Liste war, zusammen mit meiner Mutter, von Deportierten nach Auschwitz. Und sehr spät, im Jahre 1944, 45 sogar, ich glaube kurz vor Kriegsende, da haben die Nazis keinen Halt gemacht, obwohl sie schon längst den Krieg verloren hatten. Aber in der Verfolgung der Juden sind sie hart geblieben und bitter und grausam bis zum blutigen Ende. Blutigen ja. Ende, das sage ich nicht von irgendwoher. Jetzt möchte ich noch mal nachfragen, also wie war es dann mit Voices in the Storm, also Stimmen im Sturm, dass Sie noch in Australien publiziert haben, dass ja auch ein großer Erfolg wurde, muss man schon sagen. Das ist interessant zu beschreiben. Ich habe ja zu Anfang schon erzählt, dass wir eine Buchgemeinschaft waren. Australasian Book Society, nicht Australasian Publishers. Australasian, mit Asien einbezogen. Australasian Book Society, die gegründet wurde von 5 oder 6 Leuten. Die habe ich Ihnen alle beschrieben. Welche Leute das waren. Und von dem Erfolg, auf den sie immer wieder zu sprechen kamen oder einmal zu sprechen kamen, ergibt sich aus der Tatsache, dass wir unsere Bücher selbst an den Mann brachten zunächst. Wir hatten keinen Verlag, wir hatten keine Zeitung, wir hatten nichts, sondern nur unsere eigene Kraft. Wir sind von Fabrik zu Fabrik,
von Eisenbahner zu Eisenbahner, von Straßenbahnen zu Straßenbahnen, von Straßenbahnen zu Schiffen gegangen. Wir waren unermüdlich, nachdem die Bücher gedruckt waren, sie auch durch kurze Stop-Work-Meetings, so nannte man das, 10, 15, da habe ich gelernt, präzise zu sein, 10, 15 Minuten Zeit hatten wir in der Rauchpause oder in der Mittagspause zu arbeiten, zu sprechen, die Bücher in einer Tasche ausgebreitet, konnten von Ort und, an Ort und Stelle gekauft werden oder sich in eine Liste eintragen und dann Mitglied der Australasian Book Society zu werden. Viele wurden Mitglied. Viele dachten erstmal zusehen, ein Buch genügt, von dem, der gerade gelesen hat, und kauften ein Buch. Da gab es sich, dass ich 5000 Bücher an den Mann brachte. 5000 in Australien zu der Zeit ist eine Riesenauflage. Und an ein Arbeiterpublikum. Nur. Ja. Ausschließlich. Sie waren ja selber in dann gewisser Weise auch Verlage, Arbeiter. Dann ja. wurden die Verlage auf uns aufmerksam. Erst so rum ging es. Nicht wir an die Verlage, sondern die Verlage an uns. Heute habe ich eine Nachricht aus Australien bekommen, dass das Magazin, das einflussreichste literarische Magazin noch immer gibt. Die haben meine ersten Erzählungen gedruckt, Meanjin. Meanjin hieß das, in Australien, ein Austral eingeborenes Wort. Meanjin gibt es noch immer, eine wunderbare literarische Zeitschrift, wo die ersten Erzählungen von mir erschienen und eine andere, die den seltsamen Namen hatte, Angry Penguins in Adelaide, auch ein literarisches Blatt. Erst nachdem wir uns durchgesetzt hatten, alle, von die ich genannt habe, wurde die Presse, also die erste literarische Magazine auf uns aufmerksam und dann die Presse. Und als das gewesen ist, bekamen alle Angebote von verschiedenen Verlagen. Da war ich aber schon nicht mehr in Australien. Aha. Als die Angebote kamen, das war 1953, als mein Buch erschien, ich war noch 2, 3 Jahre danach in Australien. Danach kamen die Angebote von allen möglichen Ecken. Wir hatten also keine Australasian Book Society mehr nötig, aber sie hat sich gehalten bis ins Jahr 1955, 56. Und dann war Hardy zu einem anderen Verlag gegangen, David Martin zu einem anderen. Eric Lambert war dann schon umgekommen oder tot. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist, aber seine Bücher wurden dann übernommen von allen möglichen englischen Verlagen. Und meine erst dann in deutscher Sprache in der DDR. Ja. Sie sind ja in Australien auch zur See gefahren, nachdem Sie... war das vor oder nach dem Buch oder war das parallel? Ja. Andersherum, das war nach dem Buch. Und als ich auf einem speziellen Schiff, das im Hafen lag von Melbourne, meine Lesung machte, kam ein Gewerkschaftssekretär der Seeleute zu mir und fragte, wie lebt sich denn mit so einem Buch? Und ich sagte, naja, Sie sehen ja, Groschen für Groschen, also Schilling für Schilling. Am Tag so 50 Schilling oder 60 Schilling, wie auch immer. Wir leben von den Büchern schlecht und recht. Und da sagte er, ich habe eine andere Idee. Sie können bei uns im Hafen auf einem Schlepper anfangen. Da gibt es noch genügend Zeit, über das Schreiben nachzudenken, vielleicht nicht das Schreiben auszuüben. Aber der Schlepper liegt von 8 Stunden Arbeitszeit bestimmt 5 bis 6 festgemacht im Hafen und wartet darauf, irgendwo eine Barkasse von links nach rechts oder in einen anderen Hafen zu fahren oder ein Schiff, das in Not geraten ist, wieder in den Hafen zu holen. Jedenfalls, sie sind lange auf einem Schlepper, der das, was ich gerade beschrieben habe, als Aufgabe hat. Und da können sie über Schreiben nachdenken und auch Bücher lesen. Das war übrigens gefährlich mit den Büchern lesen. Ich bin deswegen entlassen worden oder auf einen anderen Schleppkahn versetzt worden, weil obwohl wir warteten und viel Zeit vergeudeten, ich mich hinter den Schornstein setzte und ein Buch las
Und der Bootsmann sah das und sagte, das machen Sie nicht mehr lange, das machen Sie heute zum ersten und zum letzten Mal, so wie ich war es zum ersten Mal. Sie kommen auf einen Schleppkahn von jetzt ab. Und da können Sie machen, was Sie wollen, aber auf diesem Schlepper nicht mehr. Und so kriegte ich einen schlechten Posten, viel schlechter als der andere. Und von dem bin ich dann geflohen. Ich hatte ein Seefahrtsbuch und dann habe ich mir überlegt, also wenn schon, denn schon, dann fahre ich richtig zur See. Handelsmarine war das. Handelsmarine, ja. Und das scheint ja Ihnen viel Freude gemacht zu haben, weil Sie später auch, da kommen wir später nochmal. War ein hartes Leben. Ja. Hart, aber... War ein hartes Leben, aber ein abenteuerlich. Ich war auf etwa 6 verschiedenen Schiffen in den 2 Jahren. 6, 5, 6, ich kann sie alle noch nennen, die in verschiedene Richtungen fuhren. Um das riesige Land Australien herum, von Hafen zu Hafen. Oder von dort nach Japan, Yokohama. Oder von dort nach Fiji, Südseeinseln. Oder von dort nach Neuseeland, das mir nicht geglückt ist. Ich bin auf keinem Schiff gewesen, das nach Neuseeland fuhr. Aber ich habe Tonga mitgekriegt, ich habe Japan mitgekriegt, die gesamte australische Küste mitgekriegt. Und war dann, wenn man es alles zusammenrechnet, 2 Jahre zur See gefahren. Naja, und Sie waren ja auch irgendwie schon Sozialist. Mehr als Sozialist. Ja. David Martin, damals, als ich das Buch schrieb, Stimmen im Sturm, deutete an, er war in der Kommunistischen Partei, war lange in der Kommunistischen Partei, als er schon nach Spanien ging, und sagte, du hör mal, mit deinen Erfahrungen ist es eigentlich Zeit, dass du zu uns stößt. Uns meinte er die Kommunistische Partei. Und ich hatte mich mit dem Gedanken getragen, aber nicht ausgeführt. Meine Recherchen über den kommunistischen Widerstand hat mich die Kommunisten in Deutschland verstehen lernen. Ich habe nicht nur verstanden, was sie machten, sondern sie auch bewundert. So wie die Darstellungen über sie waren, von Anna Segers bis Willy Bredel, deutsche Bücher, die ich in Australien las, und Zeitungen, die aus Mexiko herüberkamen, wo die viele linke Schriftsteller im Exil waren. Jedenfalls, ich verfolgte das alles, war längst dann noch nicht in der Partei. Aber dann hat man mir nahegelegt, mit deinen Erfahrungen, deinen Recherchen, die du gemacht hast, gehörst du eigentlich zu uns? Und ich habe gedacht, naja, überleg mir das, war immer noch zögerlich, fand mich noch nicht reif dafür und auch nicht bereit dazu. Richtigen Anstoß gab mir der Gewerkschaftsführer, der sagte, also, so wie Sie gebaut sind, mit dem Buch, das Sie da geschrieben haben, gehören Sie zu uns. Ich sage, ich bin noch nicht bei Ihnen. Wenn Sie deswegen nichts weiter für mich tun wollen, dann müssen Sie es lassen. Aber die beiden Gewerkschaftsführer, die mir dann wirklich kolossal imponiert haben, in Aktion imponiert haben, Bill Bird in Melbourne und E.V. Evans in Sydney, kluge Kerle, sehr kluge Kerle. Klug, kämpferisch, weltmännisch, die Welt kannten, nicht nur als Seelmann kannten, sondern auch Gewerkschaftsführer. Und an die Seeleute glaubten wie an den älteren Bruder. Die folgten dem Billy Bird aufs Wort. Wenn er etwas sagte, das begriffen sie und schon waren sie an seiner Seite. Dasselbe galt auch für den Generalsekretär der Seeleute, der zwar nicht dieses Charisma hatte, nicht dieses Mitreißerische, das Bill Bird hatte, aber auf seine stille Art ein echter Gewerkschaftsführer war. Und der enorm viel für die Seeleute herausgeschlagen hatte an besseren Bedingungen auf den Schiffen, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Und der
mit einem Federstrich Streikaktionen auslöste, und zwar so klug auslöste, dass nicht die ganze Gewerkschaft davon betroffen war, sondern eine Gruppierung, eine wichtige Gruppe der Seeleute dazu bringen konnte, Schluss zu machen, für ein, zwei Tage die Arbeit niederzulegen, nämlich die Schlepper. Die Crews auf den Schleppern. Wenn die Schlepper streiken, kommt kein Schiff rein oder kein Schiff raus aus den Häfen von Melbourne und Sydney. Und wenn die ein, zwei Tage lang die Arbeit niederlegen, geben die Räder bei. Da brauchen die anderen keinen Mucks zu tun. Und daraufhin haben sie den Bill Bird, der diese Methode immer wieder angewandt hatte, vor Gericht gezerrt. Und das hätten sie mal erleben sollen. Was dann passierte, als sie ihn verhafteten. Die Seeleute haben ihn aus dem Gericht getragen, auf ihren Schultern. Da war nichts zu machen. Die Polizei konnte nichts machen. Auch auf der Straße nicht. Die waren so um ihn herum, die konnten ihn nicht antasten. Und dann, wenn sie ihn angetastet hätten, hätte dieses mit den Schleppern wieder eingesetzt. Dann hätten sie da 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage keine Schlepper. Wie schnell die sie den freigelassen haben, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja. 7 Tage lang ein erlahmter Hafen ist eine Katastrophe, kostet Millionen. Ja. Und das war die Art des Streiks, die mir kolossal imponiert hat. Und dann erlebte ich auch ein Filmemacher namens Joris Evans. Ja, der ist ja bekannt. Ja, der hat eine Streikaktion der australischen Seeleute gefilmt. Da ging es um Indonesien. Und ein Film wurde gemacht, Indonesia Calling. Das habe ich miterlebt, wie der gearbeitet hat und hauptsächlich auch mit den Schleppern gearbeitet hat. Denn die waren wieder dafür verantwortlich, dass kein Schiff mit Munition nach Indonesien ausläuft. Und das hat er alles gefilmt und ich war dabei von A bis Z und habe den ungemein bewundert, den Evans, wie der sich reingearbeitet hat in die Materie. Den Film, den er gemacht hat, der heute noch ein sehenswerter Film ist, Indonesia Calling. Jetzt nähern wir uns vielleicht der Lebensphase an. Ja. Der Partei haben wir uns genähert. Jetzt auf Umwegen. Auf Umwegen, ja. Sie hatten ja dann doch eine Gelegenheit, mal nach Europa zurückzuschnuppern. Das waren die Weltfestspiele der Jugend in Warschau. Das sagen Sie so leicht dahin. Die Gelegenheit ergab sich dadurch, dass man einen Mann suchte, der die australischen Seeleute vertritt in Europa. Und in der Zwischenzeit hatte ich schon auf Stop-Work-Meetings gesprochen mit Stimmen im Sturm, war selber zur See gefahren 2 Jahre, ist eine relativ kleine Familie. Und die nach Warschau delegiert zu werden, war eigentlich eine Folge von vielen Erfahrungen, die die Seeleute mit mir hatten. Und die dachten, na, der Walter Kaufmann ist der richtige Mann, der spricht mehrere Sprachen. Der war mal zur See gefahren, 2 Jahre lang, mehr Seemann als SEH-Mann, als SEE-Mann. Aber ich habe meine Arbeit getan, wie alle anderen auch. Aber ich habe nie behauptet, ein toller Seemann zu sein. Das wäre eine Katastrophe geworden, wenn ich das gemacht hätte. Im Gegenteil, ich landete mit einem Namen Professor Picasso, nannten sie mich, auf einem Schiff, weil ich den Schornstein so schön angemalt hatte. Und die Crew dazu brachte sich das anzusehen und der Bootsmann sagte, haben Sie gut gemacht, Picasso. Und bei einem anderen, das mit dem Professor kam zustande, weil ich noch auf einer Barkasse eine Brille anhatte, auch viel mehr. Die Barkasse suchte, die irgendwo im Hafen lag, im Dunkeln und nicht fand und eine Brille aufsetzte. Und der Seemann auf der Barkasse sagte, wenn Sie ohne Brille die Barkasse nicht finden und eine Brille dazu, werden Sie so eine Art Professor sein, sodass ich den Namen nie los wurde. Professor Picasso.
Erst Professor und dann Picasso. Also jedenfalls, Sie sehen, es war ganz liebevoll. Ja, ja, liebevoll. Aber wie gesagt, Sie kamen dann auf diese Weise nach Europa. Warschau. Ja, Warschau. Ja. Nach Warschau zu den Weltfestspielen 1955. Wir waren eine Gruppe von ca. 25 Australier aus verschiedenen Bereichen des Lebens. Meist Gewerkschafter, aber auch anderes, Kunst und so weiter und so fort, waren eine gemischte Truppe. Wir haben auch ein kleines Theaterstück aufgeführt. Nicht sehr weltbewegend, aber schlecht war es auch nicht. Gesungen haben wir auch, nicht sehr weltbewegend, aber schlecht war es auch nicht. Ich erlebte die Weltfestspiele in Warschau 1955 und das war eine bewegende Sache. Weg von Australien nach Europa, so nah bei Deutschland. Und da ich einen ersten Preis eines Kurzgeschichtenwettbewerbs gewonnen hatte mit einer Geschichte. Wo, in Australien? Nee, in den Weltfestspielen in Warschau. Ach, dort, ja. Ja, dort kriegte er einen Orden und die Geschichte war in Australien in einer Zeitung erschienen. Billy McRae's Zukunft. Wer ist noch besorgt? Billy McRae's Future. The Future of Billy McRae. Gewann den ersten Preis in Warschau, kriegte einen Orden und wegen dieses Preises wurde ich in die Sowjetunion eingeladen. Also von DDR war noch gar keine Rede. Ich bin 3-4 Wochen lang in der Sowjetunion herumgereicht worden, von Kolchos zu Fabrik und von Fabrik zu diesem Park da in Moskau. Wie hieß er noch? Ich weiß nicht mehr. Gorki Park? Gorki Park, richtig. Und also jedenfalls von Moskau nach Leningrad, von Leningrad nach Odessa haben sie mich nicht gelassen. Da wollte ich hin. Von Leningrad nach Sochi und Suchumi und von Suchumi wieder zurück nach Moskau über Leningrad. Also jedenfalls, es wurden einige Wochen daraus, erfahrungsreiche Wochen. Und dann, wie kam das, dass ich in die DDR kam? Muss ich nachdenken danach. Ach ja, ich hatte einen Verleger kennengelernt in Warschau. Einen deutschen Verleger, ein wunderbarer Mann, dessen Name ich nicht verhehlen will, nicht auslassen möchte. Bruno Petersen, ein Kommunist, der unter den Nazis schwer gefoltert worden war. Welchen Verlag vertrat der? Der erst war ein Volk und Welt, dann ein neues Leben. Und der sagte, dem hatte ich erzählt, was ich geschrieben habe, und er hat gesagt, das interessiert mich, schick mir mal das Manuskript. Aber bevor das dazu kam, lud er mich ein zu einem Schriftstellerkongress in der DDR, internationalen Kongress. Ich glaube, das war 1956. Legen Sie mich nicht auf Daten fest. Aber es war sicherlich 56. Nee, vorher. Denn 56 war ich schon wieder in Australien. Es mag trotzdem 56 gewesen sein. Anfang 56. Ein internationaler Schriftstellerkongress, wo ich die illustren Namen, die ich mal gelesen hatte, in Melbourne, in Australien gelesen hatte, Anna Segers vorneweg, kennengelernt. Brecht lebte doch damals, war auch auf dem Kongress. Und etliche andere Schriftsteller, Willy Bredel, Kubam war sehr prominent damals, Kurt Bartels und Ludwig Renn und so weiter und so fort, die ich dadurch, dass ich Ausländer war, eher kennenlernte als die anderen Schriftsteller, die da waren. Man wurde vorgestellt, man war bei den Empfängen dabei und ich lernte dadurch eine ganze Menge sehr bedeutende deutsche Schriftsteller kennen. Keiner sagte, bleib hier oder wir brauchen dich oder so, aber sprach auch noch mit dem Akzent, das war alles ganz attraktiv. Erzählte davon, dass die Geschichten auf der Straße liegen, man sie nur aufglauben brauchte, was gar nicht so einfach ist mit dem Aufglauben. Man muss es erst mal können.
Und ich fing an, in der DDR Geschichten zu veröffentlichen. Und dann stellte man fest, dass ich auch ein brauchbarer Ausländer sei, insofern als ich sie vertreten könnte in diesem oder jenem. Ja. Und dieser Verpflichtung konnte ich darum nachgehen, dass die DDR auf den Gedanken kam, wir haben keinen Olympia-Attaché, der sich auskennt in Melbourne. Ach so, da waren die Olympischen Spiele. Da waren die Olympischen Spiele und dann haben wir mir angetragen, können Sie nicht für die Olympiamannschaft, damals die gemeinsame Mannschaft, den Olympia-Attaché machen. Und da habe ich zwei Dinge verbinden können. Erstens nach Australien zu kommen, wo ich ohnehin hin musste. Und zweitens etwas Nützliches zu leisten. Aber bevor das war, hatten sie mir noch eine andere Aufgabe. Wir wollen so gerne Paul Robeson in der DDR haben. Ja. Und der spielt gerade Othello in Stratford-on-Avon in London, bei London. Fahren Sie doch bitte dahin und fragen Sie ihn, ob er bereit ist, in die DDR zu kommen. Da bin ich dahin gefahren, habe das herrliche Theaterstück gesehen, weiß ich noch, bis heute, diese Aufführung war wirklich beeindruckend. Paul Robeson als Othello. Und nachher, nach der Vorstellung, bin ich zur Garderobe gegangen. Sehr schüchtern, sehr leise und habe angeklopft, ihn angesprochen und habe ihn gefragt, ob er in die DDR käme, ob er bereit wäre dazu. Und da hat er gesagt, das wird sich machen lassen. Und er kam dann auch nach, wurde herrlich empfangen in der DDR. Jedenfalls, das waren die zwei Aufgaben, die man mir übertrug. Die eine mit Paul Robeson, das war so wichtig. Und auch eine Reise nach Belgien in Vorbereitung zu den Olympischen Spielen. Ich weiß gar nicht mal, warum wir in Belgien gewesen. Ja, da war, glaube ich, das Olympische Komitee sitzt in Brüssel. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr so recht. Es war ein Grund, mich dorthin zu schicken. Und dann schickten sie mich nach Australien. Dann war ich wieder dort, wo ich hergekommen war und habe eine große Rundreise durch Australien gemacht. In vielen Stellen, wo ich mal gesprochen hatte über Stimmen im Sturm, habe ich wieder diese kurzen Treffen mit Arbeitern gehabt, nämlich in den Stop-Work-Meetings. Stop-Work-Meeting bedeutete, du hast 10 Minuten Zeit, die legen die Arbeit für 10 Minuten nieder, fass dich kurz, erzähl, was du dir erzählen hast. So war das dann. Und so fuhr ich von Melbourne nach Sydney und von Sydney nach Brisbane und etlichen anderen Städten und sprach über Sowjetunion und Polen und DDR. Mhm. Und als das alles war und ich meine Pflicht getan hatte auf der Strecke, ergab sich die Möglichkeit, in die DDR zurückzukehren und das aufzunehmen, was man mir angetragen hatte, nämlich Bücher dort zu veröffentlichen und vielleicht mal nützlich zu sein in den möglichen Sparten. Mhm. Aber solche Sachen ergaben sich jetzt viel später nochmal. Mhm. Wieso kam nun eigentlich die Bundesrepublik nicht in Frage? Die kam für mich eigentlich nur sehr bedingt in Frage, aber man hat mir nahegelegt, das doch zu versuchen. Mhm. Der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes namens Claudius, der selber aus dem Ruhrgebiet kam, in der DDR etabliert war als Schriftsteller, später als Diplomat, sagte, wir brauchen gute Leute im Ruhrgebiet. Und da du aus Duisburg kommst, warum gehst du nicht mal dorthin, bevor du dich entscheidest, in der DDR zu bleiben? Mhm. Keiner zwingt dich, keiner hat da irgendwelche Anliegen an dich zu machen, aber versuch's. Und ich habe das am nächsten Tag schon meine Sache gepackt, bin nach Duisburg gefahren, wo ich ohnehin hin musste und hin wollte und habe dort ein Packen von Erfahrungen in Duisburg gehabt, in der Stadt, wo ich jeden Winkel kannte, die mich nach kurzer Zeit dazu gebracht haben, entweder DDR oder Australien. Mhm. Da bleibe ich nicht in Duisburg. Mhm.
da kannte ich auch alles. Und da stieß ich auch gegen Mauern sofort. In Berlin, eine große Stadt. Noch dazu eine geteilte, aber offene. Da war das nicht so schwierig, da stößt du nicht dauernd auf die Vergangenheit. In Duisburg stieß ich dauernd auf die Vergangenheit auf. Allein schon im Haus, in dem ich groß geworden war. Der Vorstoß dorthin war grauenhaft. Grauenhaft, ich meine, nichts war so grauenhaft, dass das Kaufmann damals umgehauen hätte. Aber ich stand vor der Haustür und läutete an und ein Zimmermädchen, Hausmädchen öffnete die Tür, wer sind Sie? Die erklärte, wer ich bin. Die machte die Tür wieder zu. Ich sagte, der Herrin oder wie? Ja, Herrin, hat sie, glaube ich, gesagt. Bescheiden, dann kam eine ältere Dame, lugte aus dem Spalt der Tür und er sagte wiederum, Sie müssen doch wissen, wer ich bin. Nein, Sie kenne ich nicht. Ja, und meinen Vater, den werden Sie doch kennen, die haben das Haus von ihm erschachert mit ganz wenig Geld, also ein Bruchteil von dem, was wert war. Ja, Ihren Vater kenne ich auch nicht, aber Ihre Mutter kenne ich. Die kam noch mal zurück, als wir das Haus übernahmen und sagte, ich muss hier auf die große Reise und habe keine festen Schuhe. Da gaben wir Ihre Mutter noch ein paar feste Schuhe. Können Sie sich das vorstellen? Und dann stand ich vor dem Haus, vor der Tür und sah noch das Fenster, was mein Fenster gewesen war von meinem Zimmer. Da hing noch der Draht von einem kleinen Radio, das ich mir selber gebastelt hatte, raus. Das war die Antenne, die hing da immer noch. Das Haus war total unversehrt. Diese Geschichte dieses Hauses kann ich lange fortsetzen, werde ich aber nicht. Sie werden genügend heraushören aus der Antwort der Frau, ja, Ihre Mutter kannte ich, der gaben wir noch ein paar feste Schuhe. Solche Begegnungen hatte ich immer zu, von Tag zu Tag, ich bin nicht lange geblieben. Da wurde mir langsam zu viel. Im Anwaltsbüro meines Vaters, sagte der, der das übernommen hatte, das Büro meines Vaters, naja, das mit Ihrem Vater war ja nicht nur eine politische Sache, es war auch eine Rassenfrage, dass ich jetzt hier bin und er dort. Eine Rassenfrage, hat er mir glatt gesagt. Und das war 1957 oder wie? 1956, ja. Unglaublich, ja. Ja, und dann, und zu meinem liebsten Lehrer bin ich gegangen, Dr. Talbert, und er beklagte sich, indem er sagte, dass du noch lebst, aber beklagte sich über folgenden Umstand, dass er den Nazi-Lehrer Walzer hieß, der immer den Rassenunterricht, Rassenkunde machte in unserem Gymnasium, vor einen Entnazifizierungsausschuss gebracht hatte. Und just in der Zeit, wo ich da war, ein Drohbrief bekam von Walzer. Ihm geht es auch noch an den Kragen. Mit ihnen werden wir auch noch mal fertig werden. Was soll ich nun tun? Fragt der Studienrat, den gerade aus Australien zurückkehrt. Was soll ich tun, Dr. Talbert? Da kann ich Ihnen nicht ran. Und all solche Begegnungen, ich könnte die noch ausweiten, will ich aber nicht. Es hat gereicht. Ja. Da bin ich wieder, dann hatte ich die Entscheidung getroffen, entweder DDR oder zurück nach Australien. Dann bin ich zu Claudius zurück und der sagte dann immerhin, nachdem ich ihm erzählt habe, warum ich wieder in Berlin gelandet war, das schreibe ich auf. Ich gebe dir die Möglichkeit, etliche Wochen im Schriftstellerheim der DDR zu bleiben und das alles mal aufzuschreiben, was du mir da erzählt hast. Einverstanden? Ja, einverstanden nicht. Ja, und dann gab er mir 3 oder 4 Wochen Zeit, das aufzuschreiben am Schwielersee im Schriftstellerheim der DDR. Der Schriftsteller, das war auch wieder eine interessante Zeit, die ich dort verbrachte und Begegnungen, die ich dort hatte. Naja, heute wird ja oft davon gesprochen, in der DDR, der Antifaschismus war ja nur verordnet oder so weiter, aber
Vielleicht war es doch eine bessere Atmosphäre, jedenfalls für Sie, als eben da im Ruhrgebiet zu der Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das Erste, was Sie, nicht um sich zu rehabilitieren oder irgendeinen anderen Grund, aber den ersten Film, der mir in der DDR speziell vorgeführt wurde, war ein DEFA-Film von Metzig, Ehe im Schatten. Ja, den kenne ich auch. Ja. Und der hat mich schon genügend beeindruckt, was die antifaschistische Haltung in der DDR anbelangt. Es gab noch andere Filme dieser Art. Später, wo ja eben auch gerade die jüdische Frage abgehandelt wurde, wo heute immer gesagt wurde, das wurde gar nicht richtig behandelt und so weiter. Also das war einer der ersten großen Filme, die die DEFA gemacht hat. Ja. Mit Metzig als Regisseur. Das ist die Geschichte, eine wahre Geschichte. Ein Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht nennen kann, der eine jüdische Frau hat und sich von ihr nicht trennt. Und die machen dann Selbstmord zusammen. Ja. Klaus Mann spricht auch darüber übrigens. Klaus Mann im Vulkan erwähnt die Sache nochmal. Das war aber nicht alles. Ich hatte nach und nach die Gelegenheit, da war der Film Professor Mamluk, der mich sehr beeindruckt hat und die Parallele zu meinem Onkel war übrigens, der in Leipzig dasselbe erdulden muss, was Professor Mamluk erduldet hat. Das Professor Mamluk ist nach dem Theaterstück von Friedrich Wolf als Film erschienen. Da geht es um einen jüdischen Professor, Arzt, auf dessen Kittel sie Jude schreiben, ihn durch die Straßen jagen. Das ist nicht alles, ich erzähle das nur. Das war das Punktgleiche, das meinem Onkel Dr. Hartog in Leipzig passiert ist. Worauf er 1936 war das. Nach Duisburg fuhr und meine Eltern warnte, für die und für mich ist hier kein Platz mehr. Ihr müsst gehen, ich gehe. Und am nächsten Tag war er weg. Am nächsten Tag, nach diesem Ereignis in Leipzig, sahen wir ihn nicht mehr. Ich habe ihn später nochmal in Israel aufgesucht. Also ich schweife jetzt ab, aber... Nee, das ist ja wichtig, weil, wie gesagt, heute man diese Informationen den Jugendlichen gar nicht mehr gibt. Es wird eher der Eindruck erweckt, als hätte es gar keine breite Auseinandersetzung mit der Nazizeit und auch mit der Judenvernichtung in der Nazizeit gegeben. Aber wie gesagt, Sie nennen ja selber Beispiele und haben was vollkommen anderes erlebt. Das Beispiel, mein erstes Buch in der DDR erschien, habe ich Lesungen gemacht. Und da ging was war das? Ein Auszug aus Stimmen im Sturm. Stimmen im Sturm ist später erschienen. Aber ein Auszug, ich habe aus einem Teil dieses Buches ein Buch für ein neues Leben gemacht, wohin der Mensch gehört. Da ging es lediglich um die jüdische Familie in Duisburg. Und da habe ich Lesungen gemacht unter keiner anderen Flagge, als ein deutsch-jüdischer Schriftsteller stellt sich vor. Und hatte etliche Lesungen in der DDR, nach dem Erscheinen dieses Buch. Wir können es ja später mal raussuchen. Dann kam der Film gar nicht so lange danach von Konrad Wolf, Sterne, auch ein jüdisches Thema. Ja. Es wird nicht das Einzige sein. Nee, auch natürlich viel Literatur, Bücher. Auch viel und Literatur. Es war natürlich auch in den Lehrbüchern drin. Sie haben die ganze Zeit in der DDR doch auch Ihren australischen Pass behalten. Also an dieser Identität haben Sie auch festgehalten. Auch nicht ganz richtig. Ich habe nicht festgehalten, sondern ich wurde festgehalten. Ich war wirklich bereit, in den ersten Tagen in meinem dummen Enthusiasmus, sagen wir es mal so, den Pass abzugeben, gegen einen DDR-Pass auszutauschen. Das war mein, nicht Anliegen, aber meine Bereitschaft. Wenn ich schon mal bleibe, will ich auch ein Bürger werden des Landes. Da haben die gesagt, die Behörden, die für mich, im Kulturministerium, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Behörde, aber mal behalten Sie Ihren Pass, wir offerieren Ihnen einen grünen Pass, fremden Pass der DDR, damit können Sie in den ganzen Osten reisen und mit Ihrem australischen Pass, wohin Sie wollen.
machen Sie das besser so. Es ist nützlich für Sie und nützlich für uns, zum Punkt.